Ich hab ein Floh im Ohr, der tut mich so jucken. Ich hab ein Floh im Ohr, ich schaue über Gott. Ich hab ein Floh im Ohr, der tut mich beschwatzen. Ich hab ein Floh im Ohr, tut mich nicht kratzen. Ich hab ein Floh im Ohr, der singt und kann flöten. Ich hab ein Floh im Ohr, quark wie tausend Kröten. Ich hab ein Floh im Ohr, der tut mir Magen. Ich hab ein Floh im Ohr. Heute oben startet die erste Runde von der Kuppelstage. Heute oben mit gerade musikalischen Floh im Ohr. Also es wird unser musikalischer Floh ins Ohr gesetzt von Florian Volkmann und dem Florenz Meuri. Wir heißen Floh im Ohr. Ich habe Lieder geschrieben über viele Jahre in verschiedenen Ländern, über verschiedene Themen, die mich und die Welt bewegen. Und dann habe ich Florenz Meuri getroffen und habe mich mit ihm zusammengetan, jetzt eine Platte zu machen. Ein Wort, keine Verlorenheit. Ich finde das Tolle an seiner Musik, dass er sehr viel poetische Texte hat. Hintergründig und vordergründig. Die Atmosphäre hier ist sehr passend in der Kuppel. Sehr schön finde ich es. Er kommt mir so sympathisch vor. Ich finde einfach alles toll eigentlich. Florian Volkmann, seine Musik. Es sind sehr viele Sachen von ihm, von seinen Gedanken, auch, von seiner Poesie, die er hat. Heute sind sie beide auf der Bühne. Und was die zusammenbringen, das ist ein bisschen wie so ein Bärli, der sich verheiratet und zusammen Kinder macht. Die Musik ist eigentlich so wie ein Arzt, sie spiegelt ein bisschen sein Leben und seine Lebensgeschichte. Tiefgründig auf der einen Seite, sehr schöne Melodien, einfach etwas fürs Herz und fürs Gefühl.